Sie haben meine Seite gefunden und interessieren sich für das Buch Problem Alkohol – Wege aus der Hilflosigkeit. Ich könnte jetzt spekulieren, dass Sie in Ihrem Umfeld einen nahestehenden Menschen haben, der ein Alkoholproblem hat. Denn damit wären Sie gar nicht alleine. Rund 10 Millionen Menschen in Deutschland haben Angehörige mit einem Alkoholproblem. Falls Sie also auf der Suche nach Hilfe sind, nach Hilfe, wie Sie mit der betroffenen Person umgehen können oder auch wie Sie mit dem Problem besser zurechtkommen können, dann kann Ihnen dieses Buch höchstwahrscheinlich helfen. Aber was ist so anders an dem Buch als an anderen Büchern, die es schon gibt? Zunächst mal ist es speziell für Angehörige geschrieben und davon gibt es schon mal nicht viele Bücher. Zum anderen folgen die Hinweise und Tipps und Ratschläge, basieren auf einem wissenschaftlich gut untersuchten und erprobten Ansatz, der sich speziell an Angehörige richtet, der sogenannte Craft-Ansatz, das Craft-Konzept. Ziel des Craft-Konzepts ist es, zum einen die Trinkmenge des Betroffenen zu verringern, also den Konsum zu verringern, zum zweiten eine Therapie zu beginnen und das dritte Ziel, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist, die Lebensqualität der Angehörigen zu verbessern, und zwar unabhängig davon, ob der Betroffene tatsächlich seinen Konsum reduziert oder tatsächlich eine Therapie beginnt. Klingt das spannend? Dann sollten wir vielleicht mal in das Buch schauen. Im Inhaltsverzeichnis sehen Sie, dass es 6 große Kapitel gibt, die verschiedene Stadien abdecken. Zu Beginn gibt es einige Fragen, konkrete Fragen, wo es Hinweise gibt, wo im Buch sich die Informationen dazu finden. Dann geht es, wie gesagt, um die eigene Rolle, sich selbst in den Blick zu nehmen, das Privatleben, die finanzielle Situation, seine eigenen Ziele zu überdenken und seine eigenen Wünsche, die eigenen Belastungen auch wahrzunehmen. Besonders toll fand ich, dass ich Menschen treffen konnte, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Menschen, die entweder selbst alkoholkrank waren oder es noch sind. Menschen, Partner, die mit ihren Angehörigen versucht haben, die Alkoholkrankheit zu überwinden. Auch Familien, die betroffen waren. Angehörige, bei denen die Partnerschaft darüber in die Brüche gegangen ist und andere, die es geschafft haben, zusammenzubleiben. Die Geschichten waren toll. Ich habe es toll gefunden, dass die Menschen mir ihre Geschichten erzählt haben, so offen, und dass ich die niederschreiben durfte. Und sie sind wirklich schön geworden. Es sind Gänsehautgeschichten, wo man sich freut, die lesen zu können. Daneben gibt es viele Hinweise, wie Sie eine Therapie vorbereiten können und auch, warum nicht jeder Rückfall gleich eine Katastrophe sein muss. Natürlich erhalten Sie auch Informationen, wo Angehörige Hilfe bekommen können. Craft funktioniert für viele Angehörige sehr gut. Das wurde schon oft gezeigt. Und ich bin mir sicher, auch Sie können in dem Buch vieles finden, was Ihnen im Alltag mit einer alkoholkranken Person weiterhilft und Ihr Leben angenehmer oder erträglicher macht.